Schön auf dem Wochenmarkt hier. Erstmal schön Honig nachgekauft, weil der Honig jetzt alle ist. Von gestern vom Quark, beziehungsweise diesem quarkartigen Zeug, was echt mega bitter geschmeckt hat. Ist ganz cool hier. Müssen jetzt kurz schauen, dass wir uns noch ein bisschen was angucken können. Eigentlich wollten wir ja nochmal an den Strand, aber ich glaube, das wird jetzt nicht mehr, weil wir haben jetzt schon ausgecheckt und dann wollen wir nachher natürlich auch weiter nach Dubrovnik. Ja, klar. Meine Freunde, wir haben gerade den Turm von Saint-Dion erklommen. Wir sind jetzt in Dubrovnik angekommen, beziehungsweise Lucica, das ist ein kleiner Vorort von Dubrovnik, weil es in Dubrovnik selbst jetzt kein Airbnb gab. Aber wir haben uns jetzt hier direkt vor Dubrovnik doch ein schönes Apartment gemietet. Wieder auch mit Grill. Das wird bedeuten, wir werden morgen auf jeden Fall wieder mit Grillen am Start sein. Direkt geht es hier runter. Sieht man jetzt vielleicht nicht so genau. Auf jeden Fall zum Strand. Da werden wir morgen auf jeden Fall hin, weil wir es heute jetzt nicht mehr ganz geschafft haben. Wir sind zwar die ganze Zeit an der Küste lang gefahren, da kommt man jetzt aber auch nicht irgendwie on the road irgendwie zum Strand runter. Deswegen haben wir es auch sein lassen. War jetzt eh schon wieder spät genug. Wir haben es jetzt 20 Uhr, wollen jetzt gleich noch nach Dubrovnik rein und uns noch ein bisschen Dubrovnik angucken. Und dann gehen wir schön kroatisch auf jeden Fall essen heute. Wir haben gerade schon von der Eigentümerin hier selbstgebrannten Schnaps angeboten bekommen, beziehungsweise auch getrunken, zwei kurze. Einmal Sherry, das ist so ein bisschen wie Mont-Sherry geschmeckt, und einmal Nuts, was dann noch ein bisschen härter war. Wir haben alle gleich das Gefühl nach der langen Tour und so, dass es gleich in die Birne geschossen ist. Ja, also ich auch, das auch probiert, und ja, freue mich jetzt erstmal aufs Essen und hoffe, ich fange nachher nicht an hier rumzuwanken, weil der letzte richtige Alkohol ist auch schon ein bisschen länger her. Also ich glaube, zu Anfang des Jahres oder so habe ich das letzte Mal ein bisschen was getrunken. Deswegen so ganz bin ich da, was das angeht, nicht mehr so ganz drin, würde ich mal behaupten. Nach 500 Metern weiter auf Mos Dr. Franja Tadmine. So, wir sind jetzt beim Konova Dubrava angekommen. Nicht ganz in Dubrovnik, sondern in Bosanka oder Bosnak oder irgendwie sowas. Sah ganz gut aus bei TripAdvisor. Wollen wir mal hoffen, dass es so ein bisschen den Empfehlungen entspricht, die wir so im Internet gefunden und gesehen haben. So, nachdem wir Sherry und Walnuts hatten, wurden wir gleich im Restaurant mit Herbie empfangen. Ich glaube, ich gehe heute noch mit schielenden Augen hier aus dem Restaurant raus. Ja, so, ja, für mich gibt es jetzt auf jeden Fall schöne Meat Plate. Alleine für zwei Personen. Hoffen wir mal, also das habe ich vor, dass ich hier dann auch packe. So, wir mussten jetzt erstmal den Tisch wechseln. Warum? Weil jetzt die fetten Platten hier angekommen sind. Die Mädels teilen sich die ganz große Platte zusammen. Und Puls und ich geiern uns auf jeden Fall jeder einmal die normale Meat Plate für zwei Personen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, das wird eine richtige Eskalation jetzt. So, meine Freunde, Grillplatte wurde inhaliert, auch ohne weitere Probleme, muss ich ehrlich gesagt sagen. Dubrovnik bei Nacht noch an. Morgen werden wir natürlich auch nochmal bei Helligkeit hin, aber wir wollten uns das nicht entgehen lassen. Dubrovnik auch mal bei Nacht ein bisschen zu erkunden. Und das ist noch so ein kleiner Verdauungsspaziergang. Ich bin heute ohnehin schon bei 4200 Kilokalorien. Wenn der Marsch oben drauf kommt, habe ich heute doch schon ordentlich was verbrannt, sodass mir die Grillplatte auf jeden Fall gut geben konnte. Und so ein Film kostet so viel, da werden die auch alle wegfahren. Ja, das ist dann wie bei einer Straßenreinigung, dass dann gesagt wird, hier zwischen was weiß ich, 18. und ja, 30. Genau. Boden weg. Genau. Was für ein Eis?
So, ein neuer Tag und auch eigentlich der letzte richtige Tag hier in Kroatien. Morgen müssen wir ja schon um 8 Uhr mit dem Flugzeug fliegen. Gestern noch richtig einen reingedrückt mit dem Porridge hinterher. Also gestern habe ich mir richtig gegeben, also eigentlich so 5000 Kilokalorien. Das merke ich heute auch so ein bisschen. Und danach dann Grillplatte, was die Form angeht. Heute werde ich ein bisschen kürzer treten, denke ich mal. Und dass ich dann heute wieder ein bisschen im Defizit bin, dass ich das Ganze so ein bisschen ausgleiche. Hab hier noch so eine Lutschtabletten gegen Sodbrennen, weil ich damit so ein bisschen die Probleme die letzten Tage habe. Sowieso immer nach einer Wettkampfdiät. Besonders wenn dann das Ganze in der Fettkombi noch dazukommt. Und deswegen habe ich mich jetzt so entschieden, einfach mal so eine Lutschtabletten zu holen, um den halt gleich mal instant so ein bisschen entgegenzuwirken. Wenn es gerade mal wieder nicht so ganz so koscher ist. Auf jeden Fall werde ich jetzt noch kurz ein bisschen schneiden, beziehungsweise Bilder rüberhauen. Und dann geht es auf jeden Fall in der Nähe von Dubrovnik noch weiter östlich in ein Fitnessstudio und von dort aus werden wir zum Strand. Dann werden wir wieder zurück umziehen und uns Dubrovnik bei Tag angucken, beziehungsweise die ganze Stadt. Hoffen wir mal, dass das Zeitplan technisch als wir so ein bisschen hinhauen. Allzu spät können wir heute eh nicht zurück. Wir wollen nochmal grillen. Klar, im Hintergrund sieht man schon den Grill. Muss natürlich beachten, wenn wir um 8 Uhr fliegen, dass das Auto abgeben müssen. Müssen wir ja schon eine halbe Stunde hinfahren, müssen wir ja schon um 5.30 Uhr los. Das bedeutet, wir sollten eigentlich nicht zu spät ins Bett, aber ich glaube, es wird wieder eine sehr, sehr kurze Nacht. So, das, was ich gesagt habe, ist eingetreten. Wir haben ja ein bisschen lange rumgeschimmelt, sind jetzt schon wieder eine Stunde zu spät dran. Ja, mal sehen, ob wir alles schaffen, was wir so schaffen wollen. Auf jeden Fall geht es jetzt ab ins Gym. Tyson Energy. Jetzt erstmal richtig ausrasten damit. Muss aufpassen, weil ich mir den jetzt einverleibe, dass der Puls nicht während des Trainings irgendwie ein Ohr abbeiße oder so. So, wir sind jetzt beim Topfit Gym angekommen. Ein bisschen weiter Richtung Flughafen, also nicht in Dubrovnik direkt. Da gibt es nur irgendwie Hotel-Gyms im Hilton und sonst was. Sah ganz annehmbar im Internet aus. Ich habe es rausgesucht. Wollen wir hoffen, dass das noch einigermaßen so ist, wie es auf den Fotos zu sehen war. Und dann gehen wir jetzt einen wegpumpen und dann geht es hier gleich zum Strand, weil hier sind so Strandbuchten in der Nähe. Und wenn wir Glück haben, haben wir auch die Möglichkeit, von dort aus direkt auf Dubrovnik rauf zu gucken, von dieser Bucht aus. Und ja, sah schon von oben vom Abhang oder vom Hang wieder richtig geil aus. Gestern ja nur bei Nacht gesehen, bei Tageslicht ist es einfach nur, sieht es einfach nur mega fett aus. Ha 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 ha
Das ist ein Ich kann euch nur sagen, Leute, das hier ist die beste Rückenmaschine, in der ich bisher je trainiert habe. Die geht so krass rein und kommt jede neue modische Scheiße, wenn man nicht gegen andere. Also, super geil ist. Meine Freunde, Training haben wir absolviert, circa eine und eine dreiviertel Stunde, ordentlich durchgepowert. Hier ist auch so ein bisschen die Strecke, wo ich wieder lang gelatscht bin. Das ging dann nachher noch ein bisschen weiter. Also ist momentan immer noch so, dass ich halt die Pausen immer nutze, um dann halt mehr oder weniger ein bisschen Bewegung reinzukriegen. Das bedeutet, ich latsche halt die ganze Zeit rum, wenn ich meine Pause habe, halte so die Herzfrequenz weiter oben. Und hab halt einfach mal 6.000 bis 8.000 Schritte, die ich einfach mal in der Trainingseinheit absolviere. Weil ihr müsst euch überlegen, wenn ihr anderthalb Stunden trainiert und ständig immer 2 Minuten Pause macht, was da so zusammenkommt, das spart sich jeder halt quasi das Laufband danach. Und das schlägt schon ordentlich zu Buche. Ich runze hier schon wieder so mit der Stirn, deswegen setze ich mal die Sonnenbrille auf, weil muss ich nicht so kneifen. Auf jeden Fall ganz annehmbar auch von der Landschaft her, auf meiner kleinen Walking-Strecke. Jetzt geht es auf jeden Fall zum Strand. Ich habe jetzt durch die Trainingseinheit ein bisschen über 1000 Kilokalorien auf jeden Fall noch verbrannt. Und 10.000 Schritte habe ich auch schon weg. Und heute Nacht sind wir auch schon noch ein bisschen in Dubrovnik gelatscht. Später noch in Dubrovnik. Da wird heute wieder ordentlich was zusammenkommen. Ich denke mal, wenn wir nachher die ganze Zeit noch in Dubrovnik rumlatschen, dann werde ich heute easy auf 4-5 kommen. Und ich habe ja gesagt, ich wollte heute ein bisschen zurücktreten nach der kleinen Grillplatte gestern, die halt auch wahrscheinlich Tonnen an Salz drin hatte, so wie ich heute Morgen wieder aussah. Und das Porridge hätte vielleicht auch nicht mehr sein müssen. Wie gesagt, 5000 Kilokalorien gestern ungefähr zu mich geführt, bei 4300 auf den Tag gerechnet. Mit dem, was wir dann halt nach 12 Uhr noch gemacht hätten. Wenn man es so genau abgrenzen will, wäre das mehr oder weniger fast schon wieder balanced gewesen. Ja, wie gesagt, trotzdem heute ein bisschen kürzer, also auch mit dem Salz auf jeden Fall treten, Kalorien nicht ganz, also lassen wir ein bisschen unter dem Verbrauch. Da heute Renegade Diet angesagt ist, werde ich dann trotzdem ordentlich gesättigt sein am Ende des Tages. Ich werde mir auf jeden Fall noch ein paar Sandwiches reinballern, weil wir haben so einen Sandwich-Toaster bzw. Kontaktgrill. Da habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Leider keine Mikrowelle fürs Porridge oder so. Deswegen gestern auch nicht ganz so geil gewesen. Wäre auch nicht unbedingt notwendig gewesen, mir das Porridge da noch reinzudrücken mit Bananenhonig. Aber wie gesagt, ich hatte Bock drauf, wollte es mir einfach gönnen und warum auch nicht, ehrlich gesagt. Die Black Pearl ist auch am Start hier. So, wir haben uns jetzt ein kleines schickes Örtchen hier gesucht. Kleinen Kiesstrand. Persönlich finde ich ja immer die riesigen Sandstrände geiler, aber ich denke mal, damit können wir hier auch einigermaßen gut leben. Ich glaube sowieso,
Sandstrand ist hier eh nicht so und Hauptsache das Wasser passt, bringt ein bisschen Abkühlung. Ich bin froh, dass wir wenigstens noch mal ein paar Stunden für den Strand übrig haben, bis es dann nachher auch gleich wieder losgeht. Einkaufen heute Abend schon mal und dann geht's nach Dubrovnik. Hab ich ja gesagt, wollten wir uns ja auch noch mal reinziehen. So, Strand ist absolviert, sag ich mal. Waren jetzt zweimal noch ordentlich schwimmen gewesen. War ganz geil das Wasser. Ordentliche Abkühlung. Hier vorn passt auch einigermaßen. Wieder nachdem heute Morgen das noch ganz anders aussah nach der Grillplatte. Wir sind heute Patrick unterwegs gewesen. Und jetzt geht's auf jeden Fall was einkaufen und nach Dubrovnik. Wir sind schon wieder ein bisschen später dran. Ich hab's gesagt, dass das mit dem Zeitplan wahrscheinlich wieder nicht so ganz hinhauen wird. Wir haben es jetzt schon 16 Uhr, wir wollten eigentlich schon längst in Dubrovnik sein. Jetzt müssen wir erstmal noch einkaufen und wieder zurück und umziehen. Und ja, wird alles wieder ein bisschen später, aber ja, müssen wir uns halt ein bisschen anhalten. So, wir wollen eigentlich auf den Stadtmauern langlaufen, aber da wollen sie einen richtig abzocken. 20 Euro, um da raufzusteigen, pro Person, das wären 80 Euro, die wir jetzt einfach mal aufgeben würden. Da haben wir gesagt, das sparen wir uns jetzt und schauen uns die Stadt dann noch eher so an. So, das Ganze nochmal im Hellen und nicht im Dunkeln. Deutlich mehr los. Ja. Natürlich muss er mich natürlich voll babbeln, wenn ich hier am Film bin. Da werde ich bestimmt jetzt ins Restaurant reinlatschen. Junge. King's Landing, yo. Das kommt uns doch bekannt vor. Und der andere Aussichtsturm ist natürlich auch jetzt schon geschlossen. Genau jetzt quasi. Also weil wir so spät dran waren. Aber hier hat man auch einen schönen Ausblick auf die Stadt. Mit dem Eisernen Thron, da soll es irgendeine Ausstellung geben im Kloster Locrum, was gegoogelt jetzt nicht wirklich besondere Aufschlüsse gegeben hat, weil ich es einfach nicht gefunden habe. Und ob es vielleicht auf der Insel Locrum ist, weil da auch was gedreht wurde. Keine Ahnung, ich glaube, das fällt so ein bisschen flach. Ist ein bisschen schade, aber naja, trotzdem schön hier gewesen zu sein und mal ein bisschen so die Live-Eindrücke bekommen zu haben. So, 21 Uhr haben wir es jetzt gleich. Portugal gegen Österreich geht gleich los. Das wollen wir uns auf jeden Fall reinziehen und dann wird ordentlich ins Overeating gestartet. Heute erst ein Käsebrötchen und ein normales Brötchen gehabt. 4100 Kilokalorien jetzt, 21 Uhr. Wie gesagt, 4-5 easy. Da ist das Schwimmen und so weiter jetzt gar nicht mit drauf. Ja, ich Zebrastreifen, ich habe mich angehalten. So, abrupt gestoppt, weil Ellie hier Zebrastreifen überfahren hat und natürlich gleich die Polizei da stand und wir jetzt erstmal dicke Strafe zahlen müssen. Also verzögert sich alles ein bisschen. Mein Overeating verzögert sich. So, der Plan sieht jetzt erstmal wie folgt aus. Es gibt gleich ordentlich Gemüse mit 450 Gramm Fleisch. Die Kartoffelecken mit ein bisschen Gemüse auf jeden Fall und noch 100 Gramm Fleisch. Ist noch von dem Meal Prep Ding, was ich mir gleich geben werde, weil die anderen fangen als erstes an, ihr Essen zu machen. Bin da jetzt hinten angestellt, weil ich ja schon ein bisschen was Breites habe. Wie gesagt, Brötchen, Käsebrötchen hatte ich am Start. Nachher gibt es ordentlich Sandwiches mit meinem leichten Frischkäse. Dann ja, mit Puder auf jeden Fall, mit Putenscheiben und Honig. Dann gibt es auf jeden Fall noch einen ordentlichen Quark mit Beeren und Honig. Und ein kleines Porridge habe ich auch noch am Start, Restporridge. Und das Ganze beläuft sich dann auf ca. 3,6, also ein entsprechendes Defizit. Das bedeutet dann wiederum, dass wir heute relativ wenig Fett drin haben. Also 70 Gramm, also ein bisschen unter 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Mit dem Eiweiß liege ich heute ein bisschen hoch, will ich mal sagen. Das kommt durchs Ganze. Durch die ganze Pute. Ja, ist jetzt einfach durch Nahrungsmittelauswahl so ein bisschen bedingt. 600 Gramm Carbs. Und ja, dann schauen wir morgen mal weiter, dass das Fett wieder ein bisschen hochkommt, das Eiweiß ein bisschen runter und vielleicht die Carbs sind halt auch noch ein bisschen höher, je nachdem, was am Ende des Tages bei rauskommt. Das ist auch schon braun, Jenny. Das
Ja, wo mal ab und beim Zoos passiert das hier. Ja. Ich kann einfach schon mal. So, wir haben es ungefähr 6 Uhr morgens, sind 5.30 Uhr wieder losgefahren, nachdem wir auf jeden Fall nach 1 im Bett waren. Dementsprechend ausgeschlafen bin ich auch und fühle mich auch. Ich hoffe, ich kann am Flieger gleich ein bisschen pennen. Wir wollten heute eigentlich noch ins Training. Und ansonsten sieht das nach einem klassischen Booster-Tag aus. Auf geht's nach Deutschland! Wir wollen gleich Stellung. Tut es schon irgendwann die Beine weh?